Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Sims 4. Zeit für Freunde. So, Kira ist gerade zur Arbeit und er ist gerade hier am Spielen. Er hat ja noch ein bisschen Zeit, er muss ja erst in 3 Stunden zur Arbeit gehen. Ihm geht's auch gut. Aber Junge, anstatt hier zu spielen, könntest du mal aufräumen. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Ich meine, die beiden haben zwar eine Putzfrau, aber trotzdem kann das ja nicht schaden, ne? So, ich mach mal die Ränder wieder runter. So. Dann sieht man wieder alles. Genau. So, was musst du noch machen? Was lesen? Dann lassen wir ihn doch mal ein bisschen lesen. Oh, Vielfraßspiele. So. Du machst es schon. Können wir ja gleich noch mal ein bisschen vorspulen. Oh. Dann haben wir da die ganzen Gruppenleute. Bei ihr, sag ich mal, ich soll mal Kontakte knüpfen auf der Arbeit. Genau, und du lies mal. Hau rein. Hast noch ein bisschen Zeit. Oh, wer kommt denn da? Achso, das ist der, die Haushaltshilfe. Ah, danke schön, Marcel. Du machst es super. Okay, er muss auch gleich arbeiten. Alles fertig? Jawohl. Ich würde aber sagen, dass du nochmal einen kleinen Happen zu dir nimmst. Nimm dir mal eine Milch. So. Kannst das Buch so lange weglegen. Na? Ja, mit unserer Haushaltskasse, das läppert sich gerade so ein bisschen. Gott sei Dank. Wir wollen ja demnächst ein neues Haus kaufen. Weil so ein kleines Haus ist ja, ne? Ist ja nicht so der Burner. Für eine Familie, das ist ja hier eigentlich mehr so ein Loft. Für eine Person. So. Trink mal schneller. Du musst auch gleich arbeiten. Meine Güte. So, fertig. Du musst los. Stell ab und tschüss. Du bist gleich zweimal umgezogen, okay. Ich dachte, du wolltest deine Arbeitsklamotten. Kochen möchte er, okay. So. Sind sie alle unterwegs. Er kommt hier erst um 9. Sie kommt um 5 nach Hause. Oh, sie will duschen. Oh, dann kannst du gleich erstmal direkt erfrischend duschen gehen, wenn du nach Hause kommst. Und dann danach auf Toilette. Und dann könntest du ja theoretisch was kochen. Junge Dame, wie wäre es, Specksalat, Tomatensandwich? Davon aber gleich mehr, weil der Mann hat bestimmt nachher auch Hunger. Ach, heul nicht rum, da heult sie wieder. Fragt sich, ob ich zu ihr rüberkommen und abhängen möchte. Die Kiesgrube. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Lass mich erstmal duschen auf Klo und so. Und dann reise ich gleich zur Kiesgrube. So. Dann machen wir das mal hier fix. Einmal. Ist doch gerade geduscht. Immer noch nicht sauber genug, ja? Da hättest du eher was Kleines essen sollen. Ja, weil... Dann isst du mal schnell. Schneller. Boah, ist schon so spät. Gehen wir mal gucken. Reisen, ne? Ah, wo haben wir es? Ich glaube, das war hier. Nee. Da.
Kreisen. Ich reise alleine. Oh, ja. Immer noch nicht sauber. Schon geduscht und immer noch nicht sauber. Nicht richtig geduscht. So, die Kiesgrube. Das müssen wir so mal eben suchen. Klippen. Bro. Altes Inn. Waterkant. Sims Square. Wo war denn hier die Kiesgrube? Spukende Landsitz, Freis, blöckende Lava. Kaffee frisch. Villa, Sims Square, Fabrik, Rasenbau, Haus der Gezeiten. Da wohnt die bestimmt woanders. Muss mal gucken. Ich glaube, die wohnt hier, oder? Kiesgrube. Gucken wir mal. Oh. Guck mal, sie ist ausgezogen. Mertens, ist das die Kiesgrube? Und da möchte ich hinreisen. Genau. Dann reisen wir mal dahin. Wir wurden ja eingeladen. Dann sagen wir mal schön Hallo. Gucken wir mal, wie es ihr geht. Und was sie da treiben. Es ist ja eine Dreier-WG. Ja, die Musik, ne? Da 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 da. Da 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 da. Lädst du mal bitte ein bisschen schneller. Der Ladebalken. Jawohl, die Kiesgrube, die Mertens. Ah, oh, guck mal, das Haus habe ich sogar selber erstellt. Das habe ich sogar gebaut, das Haus. Was sagt ihr zu der schönen Tür? Ich fand die ganz cool. An die Tür klopfen, mal gucken, ob einer aufmacht. Nein, du machst jetzt keine Liegestützen. Hallo. Guck mal. So, wo ist er denn? Ach genau, der diesen süßen einen Hüftstoß können wir machen. So, Mädels. Ah, den kennst du doch gar nicht, ne? Freundlich vorstellen. Melanie! Wie, was? Nein. Gaffa! Ah, Husao! Tonkubu! Arabao! Nein, flirten nicht. Unser Männer war eh schon... Ah, ist Oba! Sehr genervt. Oh, Quink! Also das letzte Mal gemacht hat. Cool! Waburani Bayou. Aha. Bewunderung ausdrücken. Das ist eine von den Familien, die ich mal spiele, wenn ich mal ganz in Ruhe was mache. Kennenlernen. Genau, die beiden flirten miteinander. Oh, Quink! Sollen wir uns mal da zusammen hier sitzen und plaudern, bitte? Guck mal. Oh, ist das Ganeshuna. Nee. Thar Benef. Der Rock sieht irgendwie komisch aus, oder? Swarspagatuni. Swabi. Bronki? Dizzy Bobna. Oh, Whoopi Gorsch. Das sind ja hier.
Wogrichaw? Ach, guck mal. Da kommt Schwarz, der dritte im Hintergrund. Oh, oh, da fliegt einer. Hört ihr das? Fennica Fenabe. Hisbala Grinia. Ah, Gelna Blasch. Harvini. Bool. Mehr auswählen. Funchil Bratza. Spapam. So. Flish. Hando. So. Gucken wir mal. Kipuna. Freundlich. Gorba. Oh, Kimba. So, bei dem auch mal Hallo sagen. Zilnoi. Yalik. Varobi Moon? Rishi Pando. Hier, ihr müsst euch mal diesen Fernseher angucken. Sieht ja nicht geil aus. Okay. Verpasa Essenoi. Trofa. Bahushu Foibi. Guck mal. Gareth Banesh. Alles klar, wo geht's hier jetzt hin? Zimsepo Haben. Jetzt geht ihr hier baden. Herzchen, du bist hier nicht zu Hause. Barani Squamish. Dossi wa Barani. Heute Nacht ist Geister. Muss ich arbeiten? Zeige mal. Dass heute Abend Geisternacht in der Bar ist. Hast du Lust mitzukommen? Klar. Gehen wir doch gleich mal mit in die nächste Runde. Mal gucken. Männer ist arbeiten. Warum nicht? Muss ja nicht immer zu Hause rumhängen, nur weil der andere arbeitet, ne? Und warten, dass er nach Hause kommt. Und, oh, nee. Muss man nicht. Nicht immer. Außerdem hat sie 2 Tage frei. Dann soll sie das auch mal genießen. Ne? Weckt das schlafende Lama nicht. Dann kann ich ihn ja, der wird sowieso wahrscheinlich gleich pennen, wenn er von der Arbeit kommt. Schauen wir mal, was jetzt hier gleich los ist. Schlangenfest. So, erzähl dem Bar alles darüber und genieße reduzierte Geisternacht. Okay, cool. Wo ist der Barmeister? Da ist er. Freundlich vorstellen. Ich dachte, du bist jetzt hier der Möritz Löhrer. Okay. Und wo ist jetzt Tana? Die ist doch gerade mit. Wollte doch nicht mitkommen. So, ich setze mich jetzt hier hin. Okay. Oh, cool. Die ganzen Geister. So, freundlich fertig. Oh, Tana, achso, das ist mein erster Charakter, guck mal. Die Tana. So. Mal gucken, vielleicht treffe ich ja hier... Nee? Marco Wacken. Christina? Tana? Wie das schallt, ne? Freundlich vorstellen. Nee, Schneider. Oh, guck mal. Nach Jenseits fragen. Schmeicheln. Wie trägt er schließlich das gleiche T-Shirt wie ich? Ich liebe dieses T-Shirt. Honka Thori. Also viele, Watanabe. Sensibi Kinnikus. Das ist die Mixerin über Kopfhörern. Gucken wir mal, kennenlernen. Und du unterhältst dich ja gerade. Okay, Karriere ist natürlich eine super Frage, wenn man tot ist. Mehr Auswahl kennenlernen. So, gucken wir mal kurz. Vielleicht ist... Ich guck ja immer... Kann ja sein, dass der Papa, also der Vater auch auftaucht. Na, leider wohl nicht.
ein Kompliment machen. Nee, so nicht. Was haben wir denn hier schon? Fesselnde Geschichte erzählen? Was bist du für einer? So, freundlich. Mehr Auswahl über Interessen. Und dann soll sie mir mal was zu trinken bitte machen. Getränk bestellen. Machen wir doch mal eine Creme-Cola. Hört sich zwar komisch an. Guck mal, den Geistern geht's hier alles. Geht's hier allen gut. Aber es sind gar nicht mehr so viele da, ne? Oh, da ist aber jemand. Oh, wütend, glaube ich. Er ist hier zu Hause und. Okay. So, machst du mir was zu trinken jetzt, oder? So, Perle, mix mir einen. Guck mal, sieht man, ne? Wie das T-Shirt. Bla bla bla. Trinken. Ich nehme dann gerne mal mein Getränk. Mivlitsabrisia. Piguna. Plurna. Oh, Pimpini. Plev. Oh, nach Karrierefragen. Shilo Penive Baima. Tiba Bamel. Binfa. Mal. Trip. Über Treppen reden. Kunada. Wogrichog. Yanavi. Okay, wir wissen. Christina Wagner. So, er geht jetzt nach Hause. Hey, Jonas Krämer. Jetzt kommen die alle hier hin. Also, ich habe keine Getränke für alle geordert. Okay. Das ist gar nicht meins. Hm? Was los? Achso, er stinkt. Okay. Ja, das müssen wir aber nochmal üben, wa? Und schau dir mal den Dreck hier an. Ich hab den jetzt mal da reingeschoben. Okay, guck mal, da kommen die ganzen Getränke. Eine tolle Nacht mit Freunden in der Bar. Ja, das war wohl nix. Wer ist das da? Jabin, Longitude. Summer, du hier. Die ist auch schon tot. Gibt's ja nicht. Oh, die ist gestresst. Der Geist ist gestresst. Und ich, was mache ich? Fernsehen. Alles klar, was gibt's denn hier Schönes? Das sieht eher nach einer. Ein Horrorfilm aus. Okay. So. Perle, du gehst jetzt mal nach Hause. Dein Mann wartet bestimmt schon auf dich. Das ist hier, glaube ich, Kaffee und das ist Tee, ne? Kann er aufbrühen mit dämpfender, fließender, gesund, heiß. Sollten uns vielleicht auch mal so einen Teekocher besorgen. Wäre vielleicht ganz toll, oder? So, jetzt hat uns natürlich die Tana eingeladen. Und war selber nicht da. Ich hätte sie vielleicht mitnehmen sollen, oder? Ja. Ich habe eigentlich gedacht, sie ist da. Dann war es wohl doch nicht so. Da muss ich sie halt nächstes Mal mitnehmen. Wo ist mein Mann? Ist der im Bett? Ach, der ist noch gar nicht zu Hause, oder? Wo ist denn der? Kipuna. Auf dem Bottich. Der ist auf dem Bottich. So, du hast Hunger. Kann man das noch essen? Ja, dann ess doch mal den Rest von deinem Sandwich.
Und dann. Wie geht's deinem Männer? Dem geht's gut. Dann kann der sich ja mal mit dir unterhalten. Bei Interessen reden. Nein, Baby machen so nicht. So. Kennenlernen. Ach, ihr kennt euch ja noch gar nicht so richtig, wa? Mehr Auswahl, freundlich. Mehr Auswahl. Noch mehr kennenlernen. Frooch. Froba choosen. Ein Küsschen. Snorps. Wokes a Thorf? Beste Freunde werden. Snoop. Severin. Fuba Torka. Tribs. So. Fumu. Benorf. Kompliment machen. Oh, Batoi, Skiba. Gorba. Oh. So. So sitzt Gelne man Blasch. Abends am Tisch. Und cool. Freundlich. Mehr Auswahl. Über Weltraum schwärmen. Genau. Das kannst du jetzt mal machen. Oh je. Sie muss, du musst unbedingt schlafen gehen, Mädel. Abso. So. Komm, gibst du nochmal ein fettes Küsschen. Romantik. Mehr. Oh, mehr Auswahl. Wange küssen? Gibt es kein richtiges Knutschen? Fina. Für dich. Baby machen könnte man. Da. Ja, ich weiß, ich stink. Aber kannst mir ja trotzdem nochmal ein Küsschen, ja. Der Techtelmechtel gibt's jetzt nicht. So, Mädel, du gehst jetzt duschen. Und er geht schon mal ins Bett. Oder? Ach, er wird lesen. Und du lesen. Hat er das Buch jetzt weggelegt? Gibt's ja nicht. Schach spielen müsste er eigentlich. Naja, um 4 Uhr morgens braucht er jetzt auch kein Schach mehr spielen. Ui, er muss in 8 Stunden arbeiten, sie hat noch frei. Sie geht gleich schlafen. Er ist ja noch fit. Ja, Junge, dann kannst du auch Schach spielen gehen. Dann kannst du auch Schach spielen gehen. So, sie kann danach da nochmal hin. Und danach geht sie schlafen. Gut, ich würde sagen, nach dem Besuch der Nachbarn und der Geisterparty werde ich jetzt diese Folge beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Teil wieder, wenn es heißt Sims 4 Kiros Live. Bye!